Dukes Timeout. Also, wenn ich mir die Tabelle so anschaue, wird es ganz schön knapp im Kampf um die Playoffs. Ja, wobei Oberwart hat Platz 1 schon fix. Gmunden wird sich den zweiten Platz auch sichern und damit direkt ins Halbfinale aufsteigen. Ja, und Kaffenberg hat auch das Viertelfinalticket schon gebucht. Aber dahinter wartet halt ein Quartett, wo nur drei in die Playoffs kommen. Ne? Das wird eine enge Geschichte, ja, stimmt. Da muss man aber sagen, Treskirchen hat sicher im Moment die besten Karten. Sie haben 5 der letzten 6 Spiele gewonnen, also da schaut es ganz solid aus. Ja, bei Wiener muss man halt immer schauen, was man bekommt. Das ist wie eine Lotterie. Mhm. Ja, und dann bleiben halt Wels und Fürstenfeld über. Wobei ich sagen muss, das Momentum spricht gegen Wels. Sie haben jetzt 4 Niederlagen in Serie. Vielleicht spricht das Momentum gegen Wels. Meiner Meinung nach hat aber Fürstenfeld mit Liga-Topscorer Marco Zahr den besten Spieler verloren. Ich glaube, dass die Panthers unterm Strich bleiben. Wie ist eure Meinung dazu? Kommentiert diesen Beitrag.